Unser heutiger Pick ist George Campbell von Atlanta. Der ist eigentlich als Ersatzspieler gewertet. Wir sehen aber viel Potenzial in dem Jungen. Der spielt noch U23 bis 25, was wirklich lang ist. Wenn wir uns die Scores anschauen, er hat immer mehr Spielzeit bekommen. Wenn er Stamm spielt, auf alle Fälle deutliches Potenzial Richtung 50. Und am allerwichtigsten, die Preisentwicklung ist noch sehr moderat dafür, dass die Saison jetzt schon langsam ansteht. Der Preis hat aber nicht wirklich angezogen, also ihr könnt den jetzt hier noch recht günstig um die 0,03 auf alle Fälle bekommen. Ich würde aktuell eher im Limited-Bereich schauen, dass der Spread nicht ganz so groß, im Rare dann doch eher Best Market Offer deutlich höher als der Average, aber der ist vom Niveau her, wie wir sehen, noch sehr weit unten und da gibt es eigentlich nur eine Richtung und die heißt nach oben.